Mitten im Stuttgarter Viertel Berg befindet sich das Burger Lädle. Auf den ersten Blick ein typischer kleine Tante-Emma-Laden, wie man ihn von früher kennt. Doch dahinter verbirgt sich ein Ort, der das ganze Viertel zusammenbringt. Das sind Ali und Meral, die Inhaber des Burger Lädles. Gebürtig stammen die beiden aus der Türkei. Hier in Deutschland haben sie es geschafft, sich eine eigene Existenz aufzubauen, ohne die im Viertel ein sehr großer Teil fehlen würde. Man findet hier nicht nur frisches Obst und Gemüse, sondern alles, was man zum Leben braucht. Nicht nur Materielles, auch Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Freundschaft. Der Laden und ihre Besitzer sind aus Berg nicht mehr wegzudenken. Also diesen Laden haben wir seit 1999. Und davor haben wir in Kaltental 5 Jahre schon dasselbe gemacht. Das hat sich halt so ergeben. Der Tagesablauf, morgens 3:30 spätestens aufstehen, anziehen, umziehen oder und dann Großmarkt einkaufen, laden und dann einräumen bis abends 19 Uhr mit kleiner Mittagspause, also kurzer Mittagspause. Bei mir fängt der Tag an um 6 im Schnitt bis abends um 10. Ja, ohne Pause. Ja, nicht nur hier im Geschäft. Es geht ja weiter noch mit Kindern zu Hause. Ja, es geht lang. Zwischen Obst und Gemüse gibt es für jeden, der hier vorbeischaut, ein freundliches Wort oder einen flotten Spruch. Geschichten werden hier viele erzählt. Meral und Ali haben dafür immer ein offenes Ohr. In der Nähe des Ladens gibt es ein Altersheim. Schon früh am Morgen kommt Alis sogenannte Rollator-Mafia vorbei und erledigt den täglichen Einkauf. Dass dabei geholfen wird, ist für die beiden Besitzer selbstverständlich. Wir können einfach nicht Nein sagen. Wenn der Kunde kommt oder die Menschen kommen mit irgendeinem Anlass, dann gucken wir oder versuchen wir halt irgendwie, dass sie zufrieden sind, dass man sie auch zufrieden sind und dass wir helfen auch. Das kann man ja machen, wo ist das Problem? Er ist wie früher, nicht so unpersönlich, richtig persönlich. Ja, da wird man behandelt wie ein Kunde und nicht wie ein Stück Holz. Was das Burger Lädle zu dem macht, was es ist, das wissen Ali, Meral und ihre Kunden ganz genau. Es ist nicht nur die Ware, die Ware ist sowieso einwandfrei, aber das liegt auch an uns selber. Wir sind halt so unabhängig vom Geschäft, wir stellen uns nicht um, wir sind von Natur aus einfach so und das kommt gut an. Ich kriege hier kleine Mengen, also ich muss nicht gleich ein Kilo nehmen wie in den großen Supermärkten. Ich kann hier meine 2 Orangen kaufen, 2 Tomaten und wegen der netten Bedienung, weil man immer ein bisschen schwätzen kann mit dem Ali. Unser Ali ist der Treffpunkt von Berg. Das ist der einzige Anlaufpunkt, wo man da hat. Obwohl am Ende des Monats nicht viel übrig bleibt, ist das Leben hier in Deutschland und der Laden die Heimat der Familie geworden. Ein Paradebeispiel für Integration, sollte man denken. In Berg allerdings sieht niemand die Familie als Ausländer. Sie sind fester Bestandteil des Alltags von vielen. Das liegt vor allem an der Art der beiden und weniger an der gelungenen Integration. Denn sich perfekt zu integrieren, das war nie Absicht, sondern nur ein Nebeneffekt. Trotz des harten Lebens hier würde Ali seine Heimat Deutschland nie wieder verlassen. Also ich persönlich, ich könnte in der Türkei gar nicht leben. Ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Heimat, ganz einfach. Also Urlaub schön und gut, aber sonst schleunigst wieder zurück nach Deutschland. Nach Stuttgart. Unser Ali ist schon 3/4 Schwab. Das Burger Lädle. Ein Treffpunkt für viele Charaktere und Persönlichkeiten, an dem jeden Tag die gleiche Arbeit getan werden muss und doch immer wieder was Besonderes passiert. Ein Leben ohne den Laden können sich weder Ali und Meral noch die Bewohner des Stadtviertels Berg vorstellen.